Ich möchte Sportstipendiat des Jahres werden. Fünf Athleten, fünf Studenten. Sie trainieren, sie studieren für das Leben nach dem Sport. Eine Jury hat die ausgewählt, die eine besondere duale Karriere vorweisen und nun online zur Wahl stehen. Ich bin Carina Bär, ich rudere im deutschen Doppelvierer und studiere Humanmedizin. Rudern ist ja eine schöne Sportart, aber leben kann man davon nicht lange. Uni und Sport beißen sich schon manchmal, weil wir einfach 3 Wochen am Stück häufig im Trainingslager sind. Und dann geht's ab nach Rio. Vom Gefühl ist es schon möglich, dass wir eine gute Medaille holen. Ich bin Annalena Forster, ich bin paralympische Skifahrerin und studiere Psychologie hier in Freiburg. Die Doppelbelastung wird durch die Behinderung nicht erschwert. Ich gehe wie jeder andere in die Uni, gehe 6 Tage die Woche trainieren. Die größte Herausforderung ist, dass ich im Winter halt so viel Fehlzeiten habe. Ich fehle an die 80, 90 Tage und dass ich das alles selber nachholen muss. She has another medal. It's silver or gold, but what will it be? Mein Name ist Max Hartung, ich bin Welt- und Europameister im Säbelfechten. Ich studiere Soziologie, Politik und Wirtschaft in Friedrichshafen an der Zeppelin-Universität. Eigentlich tut es mir ganz gut, zwischen den Trainingseinheiten auch nochmal in die Bücher zu gucken und habe eigentlich mein Studium gar nicht verlangsamt, trotz der Olympischen Spiele. Auf der Bahn in Rio mache ich die Maske runter und dann bin ich allein und habe ich da einen Gegner, den will ich schlagen. Natürlich wäre eine Olympiamedaille da das Sahnehäubchen sozusagen. Da träumt, glaube ich, jeder von und ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlt. Also ich hoffe, dass ich es rausfinden werde. Ich bin Lisa Meyer, bin Leichtathletin, ich sprinte 100 und 200 Meter und studiere an der Goethe-Universität in Frankfurt Germanistik und Geografie. Neben dem Sport und dem Studium bleibt kaum Zeit für noch einen kleinen Minijob und da ist das Deutsche Bankstipendium doch eine große Unterstützung für mich. Wenn man 24 Stunden nur an Sport denkt, dann wird man auch im Kopf verrückt und dafür ist mir das Studium einfach super wichtig. Ich habe da im Winter schon ein bisschen vorgearbeitet, sodass es jetzt im Sommer ein bisschen ruhiger ist. Für uns Leichtathleten ist Olympia das Größte. Wenn man da eine Medaille schaffen würde, das wäre, glaube ich, überwältigend. Ich bin der Maximilian Reinelt, Ruder in Deutschland Achter und studiere Humanmedizin an der Ruhr-Universität Bochum. Im Olympischen Jahr sind viele in Trainingslager gewesen. Da muss man halt wirklich schauen, dass man auch in der Universität noch ein klein bisschen Schritt halten kann. Das ist auch ein wichtiger emotionaler Ausgleich, der einem ein Tätigkeitsfeld neben dem Leistungssport gibt. Der Druck ist nicht größer. Vielleicht erwarten andere von uns, dass wir den Titel wiederholen. Am Ende zählt wirklich, wer in Rio gewinnt. Vorher aber treten die 5 gegeneinander an, online. Bis 24. Juli läuft die Wahl zum Sportstipendiat des Jahres. Deutsche Sporthilfe und Deutsche Bank unterstützen rund 400 Athleten, die parallel studieren, mit 400 Euro monatlich. Für den Sieger der Wahl wird diese Förderung verdoppelt.